Lisa Paus hat ja schon öfter bewiesen, dass sie ein etwas, naja, ich sag's mal so, nicht sehr nahes Verhältnis zur Demokratie und zur Gleichberechtigung oder auch Gleichbehandlung an gewissen Positionen hat. Aktuell hat sie aber hier natürlich schon wieder in die böse Männerdomäne der Politik im Grunde einen, ja, feministischen Schrei losgelassen, dass doch bei der Steuergeldverwendung mehr natürlich auf Frauen geachtet werden muss, denn diese wären die großen Verlierer von natürlich Spardebatten, vor allem auch mit Blick auf die soziale Thematik. Ja, genauso wie Lisa Paus auch letztes Jahr beschlossen hat, dass das Elterngeld für bestimmte Frauen hier ganz einfach eingeschränkt wird, kann man mal machen und dann natürlich, wie Annalena Baerbock sagen würde, eine 360-Grad-Drehung hinlegen und schon ist die Welt wieder in Ordnung. Nein, aber Lisa Paus will natürlich hier eine feministischere Politik und befürchtet jetzt, dass in weiteren Spardebatten hier vor allem Frauen benachteiligt werden. Wir schauen uns das Ganze mal an, natürlich mit einem gewissen Augenzwinkern, natürlich zum Bereich Demokratie und Gleichberechtigung und vor allem auch vielleicht zu einem konkurrierenden Lebensmodell, das doch noch die Mehrheit der Bevölkerung hat. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja, ich musste relativ stark lachen, als ich folgenden Artikel heute gelesen habe. Ministerin warnt vor Sparpolitik, Kürzung im Sozialen, treffen laut Paus besonders Frauen. Ja, Frauen tun mehr für den sozialen Zusammenhalt als Männer, sagt Frauenministerin Lisa Paus in Krisenzeiten. Bei ihnen zu sparen sei deswegen falsch. Man muss aber auch dazu festhalten, dass durchaus natürlich diese weibliche oder feminine Politik, die Lisa Paus sich wünscht, ja durchaus natürlich auch dazu geführt wurde, dass der Höchstbetrag vom Elterngeld hier gesenkt worden ist, was knapp 60.000 Menschen, primär natürlich Frauen, hier zum Nachteil wurde, jetzt bereits zum 1. April 2024. Aber ganz klar, schauen wir uns mal die Argumente an, was Lisa Paus so natürlich anspricht. Natürlich, es gibt aktuell Krisenzeiten. Da muss man aber ganz klar sagen, es gäbe genügend Sparpotenziale, wo man auch im Sozialhaushalt in Deutschland nicht sparen müsste. Denn schlicht und ergreifend wäre es zum Beispiel der Bereich, der immer wieder angeführt wird, Entwicklungshilfe. Nein, diese Länder nehmen keine Flüchtlinge zurück, wie es letzte Woche versucht wurde, von einigen Politikern hier zu argumentieren. Und auch nein, das sind keine Darlehen, weil es auch hier regelmäßig vom Bundeshaushalt oder von der Bundesregierung mehrere Erlasse in der Vergangenheit gab, wo auch Bundesmittel und Darlehen plötzlich nicht mehr zurückgezahlt werden müssen, weil ja die Last für die Länder sonst zu groß wäre. Also im Großen und Ganzen eine reine Abzocke, was mit der Entwicklungshilfe passiert. Dort könnte man zum Beispiel sparen, da müsste man es nicht bei den Frauen. Aber Lisa Paus von den Grünen, das müsstest du mal deinen Kolleginnen, wie zum Beispiel auch natürlich an der Stelle hier durchaus Annalena Baerbock und Svenja Schulze erzählen. Gleichzeitig finde ich es aber relativ spannend auch, dass Lisa Paus jetzt wieder in diese Richtung geht und sagt, ja, die armen Frauen werden hier benachteiligt. Ich weiß ja nicht, wer diese Idee hatte mit diesem Demokratiefördergesetz. Das waren zwei Frauen, die dort 100 Millionen für Woke und dementsprechend auch natürlich hier nicht, aber feministische, sondern man könnte sagen regierungskonforme Vereine ausschritt. 100 Millionen Euro laut einigen Medien. War das nicht Lisa Paus und Nancy Faeser? Auch da wieder Geld, was man locker hätte machen können für viele Frauen, aber doch dort lieber Kühlschränke für, ja, sag ich mal, Südamerika. Gleichzeitig geht es aber hier um einen wichtigen Punkt, den man auch ganz klar sagen muss. Das ist zum Beispiel hier eine nette Zahl, wo ich ganz ehrlich sagen musste, ich finde es ehrlich gesagt eher positiv. Und da muss man einfach fragen, vielleicht einfach, dass das viele Leute gar nicht wollen. Und zwar an der Stelle, hier laut Statistikern, hier nach der jüngsten Zeit, Verwendungserhebung der Statistiker, leisten Frauen knapp 44% mehr unbezahlte Arbeit im Haushalt bei der Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen Männern als Männern. Naja, könnte unter anderem an zwei Gründen liegen. Also da muss man auch sagen, eine Statistik ist natürlich erstens mal so wichtig, wie man sie auslegt oder so richtig, wie man sie auslegen will auch in dem Fall. Oder natürlich auch wieder die Thematik hat, wo man ganz klar sagt an der Stelle, naja, es ist einfach ein
Opportunitätskostenthematik. Also ganz klar ist zum Beispiel, dass ja schon seit Jahren eigentlich bekannt ist, dass vor allem auch Frauen natürlich höher oftmals ganz einfach im sozialen Bereich unterwegs sind. Das ist einfach auch genetisch so bedingt. Gleichzeitig ist es so, dass Frauen häufiger in natürlich Tätigkeiten, vor allem auch in Bürojobs unterwegs sind, die jetzt nicht in der Managementführung sind. Viele auch schlichtweg, weil sie es einfach gar nicht wollen. Und viele Frauen natürlich auch häufigerweise, weil auch Männer in bestimmten Positionen einfach besser bezahlt werden. Das hat jetzt kein Geschlechterthema, aber weil sie halt schlichtweg einfach diese Tätigkeiten ausführen, hier dann einfach mehr Geld mit nach Hause bringen. Das gibt es genauso bei vielen anderen Modellen, wo man ganz klar sagt, naja, es macht halt immer derjenige Teilzeit, der potenziellerweise weniger verdient. Denn es wäre ja unsinnig, dass man jetzt sagen würde, wenn, sagen wir mal, ein Mann oder umgekehrt könnte man auch sagen, eine Frau verdient doppelt, dreimal so viel wie ihr Ehemann. Haben wir zum Beispiel im Bekanntenkreis einen Fall, da sagt die auch ganz klar, naja, ganz ehrlich, wenn wir jemals Kinder kriegen sollten, dann wären wir schön blöd, wenn ich als Ehefrau in Elternzeit gehen würde. Warum? Weil ich das Dreifache von meinem Mann verdiene. Das sind auch theoretisch Lebensrealitäten, die aber eher einfach selten sind. Und da kann man im Großen und Ganzen auch sagen, dass das einfach auch nichts damit zu tun hat, dass das einfach viele nicht wollen. Aber ganz gleich natürlich hier, die Ampel hat sich ja auch vorgenommen, die Gleichstellung, ich sage es hier immer auch, politische Gleichschaltung, könnte man sagen, hier bis 2030 zu schaffen. Relativ mutig auch, hier vor allem über 2000 im Grunde 25 hinaus zu denken. Denn ganz klar ist natürlich an der Stelle, es gibt einige Themen, vor allem aber natürlich hier wieder auch das falsche Thema mit der Steuerklasse 3.5. Einen nächsten Schritt sei der Abschaffung der Steuerklasse 3.5, erklärt die Ministerin. Die Steuerklasse 5 halte insbesondere Frauen immer noch davon ab, mehr zu arbeiten, weil es sich angeblich nicht lohnt. Das ist aber falsch. Das ist nicht falsch, sondern liegt einfach an der Lebensrealität. Und da merkt man auch wieder, wie einfach Lisa Paus auch steuerpolitisch mal wieder keine Ahnung hat. Wir kommen gleich hier noch zum Thema Elterngeld und auch Kindergrundsicherung, wo man eigentlich sagt, so viel, wo man falsch machen konnte. Oder zum Beispiel, der nächste Punkt hier, Ehegattensplitting. Also das ist zumindest hier ein Thema, wo man ganz klar sagen muss, das hat auch seine Berechtigung. All diese Modelle wurden zumindest damals geschaffen, als es natürlich auch, sage ich mal, wie es für normal denkende Menschen noch so ist, zwei Geschlechter gab und nicht im Grunde 3 Millionen verschiedene Geschlechter und ich sag's mal so, genauso viele psychische Erkrankungen. Sondern in dem Zusammenhang ist es schlicht und ergreifend so, dass dieses Ehegattenmodell, das Ehegattensplitting, den Ursprung ja darin hat, dass man auch langfristig sich umeinander kümmert. Also sprich, das ist ja auch der klassische Spruch hier, wie in guten, so in schlechten Zeiten. Und das ist nun mal bei vielen alten Familienmodellen, ist es nun mal so, dass hier ganz einfach zum Beispiel, hier ganz einfach der Ehemann, natürlich kann man auch umdrehen, wenn man heutzutage will, Ehefrau, sich um die Familie kümmert und dementsprechend hier das Geld nach Hause bringt. Jetzt ist es natürlich dann die Verwendung der ganzen Frage natürlich ein anderes Thema. Denn auch da gibt es ja schon so Themen wie Witwenrente und Ähnliches. Also da gibt es ja auch so Möglichkeiten, das Ganze aufzustocken. Und ganz klar ist am Ende trotzdem immer noch der Punkt, alle Menschen sind irgendwo selbst für sich verantwortlich. Und das ist aber was natürlich vor allem auch, ja, sag ich mal, Politikern wie Lisa Paus einfach nicht passt, denn Selbstverantwortlichkeit bedeutet weniger Abhängigkeit von irgendjemandem. Und da ist es so ein Thema, wo man ganz klar sagen muss, meines Erachtens die frauenfeindlichste Entscheidung überhaupt. 60.000 Familien verlieren vermutlich Elterngeldanspruch. Das war hier die Meldung aus dem Juli 2023 letzten Jahres. Und zwar da hat sich ja Lisa Paus hier reingelegt. Und zwar ging es darum, wie gesagt, die Einkommensgrenze für Elterngeld hier herabzusenken von eher damals 300.000, dann auf 150.000, jetzt ist ja ein Stufenverfahren 200, 175, 50, 150, wo es runtergehen soll. Und das ist im Großen und Ganzen aber auch was hier entgegengehalten wird, vor allem von natürlich anderen Verbänden, die sagen, naja, frauenfreundlich war das nicht, das ist kein Glanzstück für die Gleichstellung. Man hätte an so vielen anderen Punkten ansetzen können, Frau Lisa Paus zum Beispiel auch an der massiv kritisierten Kindergrundsicherung, die übrigens auch ihr Ziel verfehlt, Familienstaatssekretär Lehmann 7,5 Milliarden für Kindergrundsicherung, hier übrigens die Meldung vom Bundestag auch, letzten Jahr, glaube war von, jetzt müsst ihr nachschauen, kann ich euch jetzt leider nicht sagen, genau hier ist es 2023 auf jeden Fall, das Datum finde ich leider nicht, könnt ihr wie gesagt relativ schnell googeln. Spannender Punkt dahinter, was ist es?
deutliche Kritik an Kindergrundsicherung. Auch viele Experten haben diese ganz einfach Kindergrundsicherung hier kritisiert. Vor allem auch, dass die Jobcenter selbst, warum? Weil nicht genügend Arbeitsplätze da sind, weil die Kosten unkalkulierbar sind. Ich glaube, es waren 3000 neue Arbeitsplätze, die hier geschaffen werden müssten für die gesamte Verwaltung und es würde keine Erleichterung kommen. Also könnte man ganz klar sagen, Lisa Paus, ja, die Bundesfamilienministerin, beziehungsweise heißt ja für Familie, Soziales und Sonstiges irgendwie, gibt es auch ja immer wieder, das ist genauso wie Facility Manager, so ein Titel, könnte man ganz klar sagen an der Stelle, wenn man nicht im Großen und Ganzen irgendwelche Milliardenprojekte durchgedrückt hätte, hier Vergangenheit, dann hätte man genügend Geld für andere Projekte, die auch natürlich hier zum Beispiel ja dazu geführt haben, dass Lisa Paus sich teilweise letztes Jahr im August hier bei den Grünen sogar ins Ausgeschossen hat. Und man einfach nur mal sagen muss, die Ministerin hat hier durchaus an der Sparpolitik Großes mit dran, denn die Grünen haben ja vor allem auch bei der Energiepolitik, bei der Wirtschaftspolitik, bei jetzt der Familienpolitik und bei weiteren Themen Umweltpolitik, wir erinnern uns an Bauern und Sonstiges hier, komplett versagt. Und dann wäre es vielleicht natürlich auch mit diesem Doppeltrick hier, mit dem Haushaltstrick des KTF und WSF, den ja Robert Habeck durchgeführt hat, gar nicht notwendig gewesen zu sparen. Hätte man einfach auf die Leute gehört, die sich ausgekannt haben, und das waren viele Experten, die im Vorfeld gesagt haben, liebe Leute, das geht schief. Was ist deine Meinung dazu? Denkst du definitiv, dass es hier ein Problem gibt in dem Bereich? Denn wie gesagt, Care-Arbeit wird natürlich unterschiedlich aufgeteilt. Aber die Statistiken zeigen nun mal auch, dass es nicht einfach schlichtweg an einer Thematik liegt, dass man sagt, okay, es liegt ja an einer ja, frauenfeindlichen Umgebung oder sonstiges, sondern schlichtweg an der Lebensrealität. Was ist deine Meinung dazu? Schreib es uns unten in die Kommentare.